Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Ihr seht schon, ich befinde mich heute draußen in der wunderschönen Natur. Das hat zum Teil mit dem Material zu tun, was ich euch gerne vorstellen möchte in diesem Espresso, aber auch damit, dass heute seit Wochen der erste schöne Tag ist und den wollte ich einfach nicht drin verbringen. Also sitze ich hier draußen und teile einen neuen Materialtipp mit euch. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich total gerne Steine bemale, vorzugsweise mit Acrylmarkern, Acrylstiften, die ich dann teilweise auch direkt am Strand mit habe, wo ich die Steine vor Ort bemale, oder ich sammle Steine, wenn ich unterwegs bin, an Flüssen oder am Meer. Und die schönsten Steine, die mich am lautesten rufen, am Ufer, die nehme ich dann mit nach Hause und die bemale ich dann in gemütlich kreativen Stunden. Hier zum Beispiel ist ein Stein, den ich auf der Insel Hiddensee gefunden habe, auf unserer Lieblingsinsel. Und den habe ich dann anschließend mit nur schwarzem und weißem Acrylstift bemalt. Auch der hier ist von der Ostsee. Hier hinten sieht man noch diese wunderschöne Steinstruktur. Und auf der anderen Seite habe ich ihn mit einem Mandala bemalt. Das hier ist ein Steintierchen. Das habe ich schon direkt am Strand als Tierchen gesehen und ich musste es einfach mitnehmen und dann auf diese Weise bemalen. Hier sind noch ein paar Mandalas, die ich bemalt habe, auch teilweise auf sehr kleinen Steinen. Noch ein Mandala auf einem sehr unregelmäßigen Stein, aber auch sehr interessant. Ein etwas größeres Exemplar. Mal etwas eckigeres. Ein Stein, der nur mit Schwarz bemalt ist, ringsrum. Und noch ein Tierchen. Ihr seht schon, mit Acrylmarkern und Steinen lässt sich total viel machen. Und dann habe ich noch ein neues Arbeitsmaterial entdeckt, was sich wunderbar damit kombinieren lässt. Ich habe mir von Pebeo, das ist die Firma, die auch die Aquarelltusche herstellt, die ich so liebend gerne benutze. Und da gibt es das Prisma Fantasy. Und das hat einen Honigwabeneffekt. Ich habe das eigentlich bestellt, weil ich das mit reinarbeiten wollte in meine intuitiven Aquarelle. Allerdings festgestellt, dass das auf dem Papier nicht wirklich gut seinen Effekt entfaltet. Da war ich zuerst ein bisschen enttäuscht und dachte, vielleicht doch nicht das richtige Arbeitsmaterial, bis ich irgendwann auf die Idee kam, ich könnte das ja mal auf Steinen versuchen. Es gibt davon verschiedene Farbtöne. Ein paar davon habe ich schon ausprobiert. Einen Nachteil haben die Farben allerdings, sie stinken wirklich und daher empfehle ich euch, mit diesen Farben an der frischen Luft zu arbeiten. Und deshalb zeige ich euch jetzt auch draußen, wie ich diese Farbe auf Steine auftrage. Hier habe ich vier verschiedene Steine und auch vier verschiedene Farbtöne von den Farben. Und ich werde jetzt einfach auf jeden Stein eine Farbe aufbringen und ihr könnt einfach mal schauen, wie ich das mache. Also zuerst rühre ich die Farbe um mit so einem Holzstäbchen. Das ist auch besser geeignet, um die Farbe aufzutragen als ein Pinsel. Ja, ihr seht jetzt schon, dass das ziemlich dünnflüssig ist und es läuft auch ziemlich gerne an den Steinseiten runter. Daher ist es gut, die Farbe erstmal vorsichtig zu dosieren. Es
sie darf nicht zu dünn aufgetragen werden, weil sonst dieser Effekt nicht entsteht. Aber wenn man halt zu viel drauf macht, dann läuft es an den Seiten runter. Was jetzt nicht prinzipiell schlecht ist, weil da kann man dann auch wieder was Interessantes draus machen. Aber es ist ja vielleicht nicht immer gewollt. Und mit dem Stäbchen lässt sich auch noch ein bisschen die Form herausformulieren. Auf den dunklen werde ich mal gelb auftragen. Also wie gesagt, ich empfehle euch wirklich, das an der frischen Luft zu machen, weil die schon auch echt stinken, diese Farben. Wenn ihr irgendwo eine überdachte Werkstatt habt oder eine Veranda oder sowas, dann ist es total okay, die Steine dort ein paar Tage oder eine Woche draußen liegen zu lassen und dann riechen die auch gar nicht mehr, wenn die trocken sind. Manchmal, wenn die Steine so ein bisschen schräg liegen, dann läuft das runter und dann könnt ihr das einfach mit dem Stäbchen oder mit irgendwas anderem, was ihr unterlegt, unterbinden, dass die Farbe runterläuft. Jetzt kommt Türkis. Und zum Abschluss noch ein schönes Nachtblau. Diese Farben lassen sich natürlich auch miteinander kombinieren oder mischen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier in die Mitte einfach noch einen nachtblauen Punkt machen. So. Oder hier noch ein bisschen Blau hinein. Und ihr seht schon, wie hier dieser Effekt bereits entsteht. So sieht es jetzt aus. Hier seht ihr schon, wie sich die Zellen gebildet haben oder die einzelnen Waben. Oder hier bei dem Gelb sieht man das sehr schön. Das Türkis ist etwas ungleichmäßig verteilt auf dem Stein, aber so ist es dann halt. Da kann man dann eben mit umgehen. Und das Dunkelblau ist runtergelaufen vom Stein. Ah, hier seht ihr es auf der Rückseite. Es ist jetzt, aber auch das kann man als gestalterisches Element nutzen und dann damit umgehen. Es ist trotzdem ein sehr schöner Effekt. Und während diese Steine jetzt trocknen, zeige ich euch einfach mal ein paar, die bereits trocken sind und die ich demnächst mit Acrylmarkern noch zusätzlich bemalen werde. Hier zum Beispiel seht ihr einen, der ist auch mit Violett gestaltet. Das ist richtig schön trocken jetzt. Und ich freue mich schon drauf, aus diesem Stein auch wieder ein wunderschönes Mandala zu machen. Hier ist ein türkises Exemplar. Ein sehr kleiner Stein. Da ist der Wabeneffekt nicht ganz so stark, aber der glänzt total schön. Und ich kann mir vorstellen, auch das hier als wunderschöne Mitte für ein Mandala zu nutzen. Hier habe ich mal eine schwarze Farbe verwendet. Auch sehr schön. Den kann man dann so hinstellen. Stelle ich mir auch sehr schön vor. Das ist ein sehr schöner Wabeneffekt. Hier an dem Stein ist die Farbe auch runtergelaufen. Aber das macht nichts. Das arbeite ich dann einfach mit ein, wenn ich den Stein gestalte. Ebenso hier. Hier habe ich mit zwei verschiedenen Farben gearbeitet. Gold, Gelb und Schwarz. Und auch das ist runtergelaufen. Hier dieses wunderschöne Nachtblau. Das Schöne ist, wenn da das Licht drauf fällt, dann entstehen richtig bezaubernde Effekte.
Auch hier ein größerer Stein, bei dem es runtergelaufen ist. Sogar noch ein Stück Holz festgetrocknet darin. Aber das lässt sich alles entweder übermalen oder mit einarbeiten in die Bemalung. Auch das hier ist wunderschön. Oder dieser hier. Hier ist mal ein sehr kleiner Klecks drauf. Es ist auch nur ein kleiner Stein. Und hier ist wieder ein, man könnte sagen, verunglückter Stein. Aber ich werde einfach was Schönes draus machen und dann passt das schon. Das ist jetzt also mein Vorrat. Der liegt so auf meinem Maltisch in der Ecke und immer wenn ich Lust habe, einen neuen Stein zu bemalen, dann nehme ich mir einen von denen und mache ein kleines Kunstwerk draus. Und bemalen tue ich diese Steine dann mit Acrylmarkern. Im Kreativ-Espresso 1 und 2 habe ich euch bereits ein paar Acrylstifte vorgestellt von verschiedenen Firmen, die ich damals zu dieser Zeit sehr gern benutzt habe. Jetzt ist schon etwas Zeit vergangen, seitdem ich die ersten Espressos gedreht habe. Und im Moment ist dies meine Lieblingsmarke. Das ist die Firma Molotov und die stellen diese Acrylstifte her. One for All heißen die. Die habe ich sehr lieb gewonnen. Von denen gibt es auch wirklich viele Farbtöne und auch verschiedene Stiftstärken. Die meisten Stifte, die ich habe, haben so eine Mine. Die ist 2 mm dick und rund. Mit denen lassen sich wunderbar die Steine bemalen. Da kann man erstmal die Grundformen erschaffen und später dann mit feineren Stiften hineingehen. Mit diesen. Die heißen 127 HS-CO. Die anderen sind die 127 HS. Die COs haben eine etwas feinere Mine. Die ist ungefähr 1,5 mm dick. Und dann gibt es dann noch die 127 HS EF Stifte. Die sind 1 mm dick. Ich glaube, von denen gibt es nur schwarz und weiß. Also ich habe jedenfalls von den EFs nur schwarz und weiß. Das reicht mir auch völlig aus, weil ich meistens, wenn ich ins Detail gehe, am liebsten mit Schwarz oder mit Weiß arbeite. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Steine, auf denen ich das neue Material ausprobiert habe und die ich anschließend mit den One for All Acrylmarkern bemalt habe. Das hier zum Beispiel ist ein Stein, der war erstmal nur mit Markern bemalt und dann habe ich auf der Rückseite diese Honigwabeneffekte noch hinzugefügt. Das sieht wunderschön aus und ist eine große Bereicherung für den Stein. Ist jetzt wie so eine Überraschung auf der Rückseite. Oder hier dieser Stein. Da gab es zuerst diese Fläche und anschließend habe ich den Stein noch ringsherum gestaltet. Mit den Markern, die ich euch gerade gezeigt habe. Hier sieht man noch ein Stück Fläche von dem Stein, wie er ursprünglich aussah. Und hier ein bisschen von dem Wabeneffekt. Das ist eins meiner ersten Exemplare gewesen. Ist noch nicht ganz so gut gelungen. Hier kann man es etwas sehen, aber ansonsten lebt der Stein eigentlich hauptsächlich davon, dass er so schön glänzt hier in der Mitte. Dieser hier ist auch sehr schön. Hier ist eine herrliche Mitte. Da habe ich mit Grün gearbeitet und dann direkt ins Zentrum noch etwas Goldgelb gegeben. Und ringsrum habe ich den dann auch wieder mit den Markern gestaltet. Dieser Stein war auch ein, man könnte sagen, etwas missglücktes Exemplar. Ich habe die Farbe aufgetragen und die ist an allen Kanten runtergelaufen. Hier ist sogar ein Gesicht drauf zu sehen. Also ich muss an Lava oder an Feuer denken, wenn ich diesen Stein sehe. Oder dieser hier. Da habe ich Türkis und Violett aufgetragen und das lief an den Seiten runter und kam hier zusammen. Und hier noch einer mit einer richtig schönen Bilderbuch-Mandala-Mitte. Auch an sich ein wunderschöner Stein, den habe ich auf der Rückseite extra so gelassen. Hier ist noch ein Stein, an dem ich gerade arbeite. Ja, hier seht ihr drei verschiedene Farben, die ich aufgetragen habe. Mit dem besagten Effekt ist auch nicht ganz so perfekt geworden, wie ich es gern haben wollte und auch wieder an den Seiten runtergelaufen. Ich habe die Herausforderung angenommen und ich habe es erstmal umrandet und dann gehe ich jetzt einfach Schritt für Schritt mit Ornamenten rum und
gestalte diesen Stein etwas freier. Genauso wie diesen hier. Ja, auch hier ist es einfach durch die Beschaffenheit des Steines, auch durch die Form, an allen Enden runtergelaufen. Hier ist auch noch so ein feiner, wie so ein Fluss drinne. Ja, da ist die Farbe ein bisschen dichter. Es ist nicht viel von dem Effekt zu sehen, aber es glänzt und es sind wunderschöne Farbverläufe. Ich glaube, das waren auch drei verschiedene Farbtöne. Und das lief auch alles nach hinten. Hier sind etwas dickere Flächen. Ich habe das erstmal schwarz umrandet. Und jetzt bin ich dabei, diese Zwischenräume einfach als kleine Mandalas zu gestalten. Das macht sehr viel Spaß, ist auch ein sehr freier Stein, sehr verspielt. Und dadurch, dass das hier drei Farbtöne sind, kann ich mich hier in den Zwischenräumen richtig bunt austoben. Das war's also für heute. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser kleinen Inspiration und vielleicht habt ihr ja auch Lust, dasselbe mal auszuprobieren. Steine bemalen ist was Wunderschönes. Ihr wisst, dass ich das sehr liebe und ich kann mir gut vorstellen, dass euch das auch Spaß macht. Also habt viel Freude, seid kreativ, genießt eure Schöpferkraft und habt noch einen wunderschönen, saftigen, kraftvollen Sommer. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.